Schuss in Sperrbestand, Männer, denk dran. Was ist das Gegnerhaus rein? Also der Charge gegen was ist mit hier, Kamerad? Was ist los? Exos und Ding. Ich bewahre keinen Eingang. Achso, du bewachst den Eingang so. Also in dem linken Haus sitzen 4 Leute drinne. Und in dem rechts davon, wo der ganze Dorf steht, sitzen 1, 2, 3, 4. Ich würde sonst auch mein Pferd abgeben, wenn die Kraft das 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da liegen, sitzen 11 Leute drin. Alles klar. Gut, dann werde ich etwas links jetzt vorbuschen, mal gucken, wo sich der Feind so aufhält und dann werden wir den Angriff formen. Also links sind auch mehr. Ja, links sind welche und rechts sind welche. Rechts sind 11 drin, links sind 4 drin. Also schießt nach rechts, weil ihr mehr treffen könnt. 11? Das ist ganz logische Sache. Aber links ist näher dran. Ja, links ist näher dran, aber rechts gucken sie häufiger. Stimmt, Tor kannst du noch nicht. So wie es aussieht, ja. Ich versuche dort das. Und Feindarty. Schön, Jake, weiter so. Wir könnten die Feindarty versuchen anzugreifen, dazu müssten aber unsere Jäger vorrücken auf der linken Seite. Also bitte versucht auf das rechte auszuschießen, nicht das linke. Und die Kaff fällt sich bereit, ja? Ist einfach sinnvoller. Also wir haben zwar nur noch 3 Kavalleristen. Wie viele Schüsse habt ihr noch? Wenn der Charge los ist, bereit sein, um die Feindarty auszuschalten. Achtung! Boah, die Feindarty sind ein bisschen voll. Erdgeschoss, mitkommen! Zwei Musketen. Der Rest ist alles hinter die Mauer hier, das habe ich nicht gesehen werde. Ich versuche gerade die Feindarty zu finden. An der Stelle wurde vorhin Simka erschossen, Mike. Okay. Hab ich gefunden, Feindarty gefunden. Und das ist dann Mike noch, da ist dann Simka noch drin. Die wirklich direkt hinter den Häusern, ja. Jäger Exos? Noch etwas links, jo. Genau, Kaff. Kommt die runter? Auf der linken Flanke. Jäger direkt drauf gehen. Ich reite mit meinem Pferd jetzt auf die Art, die alles zu, wenn ihr es nicht gesehen habt. Kann er mehr oben. So, Achtung, Männers. Sofort einfach hinterher. Direkt ins Feuergefecht gehen und sobald ihr ins Feuergefecht geht, die Mauer, die macht eine Doppellinie, dass ihr nicht gesehen werdet. Unter der Brücke ist übrigens unsere Einheit. Wenn ich jetzt sage, mir nach Marsch, geh mir unter die Brücke durch. Mir nach. Da ist Zauber schon voll, weil da viele von uns stehen. Was, Jäger nochmal? Ich hab's nicht verstanden. Schreien, wenn sich der Feind am Haus bewegt. Ihr wollt jetzt ausrücken auf die andere Seite durchs Schlussbett. Nee, ihr rückt nicht aus. Ihr haltet diese scheiß Häuser. Verstanden. Der Feind darf nicht aus den Häusern raus, bis wir mit deren Arti fertig sind. Erst dann wird der Angriff gegen die Häuser koordiniert. Alles klar, so verstanden. Gut, alle Männer wieder nach oben. Wechselt mal Exos und links aus, dass die Oma schießen können. Der Rest, dann die zwei andere, die jetzt Sperrbestand erreicht haben, auf der Treppe bleiben und bewachen. Nicht wahr? Genau. So. Sehr gute Leistung. Das war Pech, Pogobra. Der hat genau gewartet, bis du durchguckst. Ja, genau. Ah, da hat die über der ersten Zeit. Meine Bitte, du musst noch nicht anlegen. Die werden uns an, die beiden ankündigen. Die Leute. Schön, da ist die. Schöner Treffer. Danke. Okay. Also, es leben noch 3 Offiziere von der Art. 3 Offiziere. Und ein Pömpler. Wichtig, dass ihr mit rechts rausgeht, weil die rechte Seite der Muskete drauf liegt. Wenn ihr mit links rausgeht, seht der Körper zuerst und dann habt ihr ein Problem, wenn er euch zuerst sieht. Häuserkampf ist echt langweilig. Ja. Öde. Unser Befehl also, ist es, dieses Haus zu halten und wir halten es, bis es über uns einstürzt. Also ich finde Häuser ganz cool, aber nicht im Morgen gleich. Hab ich mitbekommen, ja. Ich habe leider die Artikugel gefressen, der hat es geschafft, dass er noch schnell genug dreht. Bei anderen Spielen ist Häuser ganz viel spannender. Aber Feindarty ist ausgeschalten, die Kavallerie ist mit Musketen bestückt, hoffe ich, damit sie im Fernkampf was reißen kann. Ein Kavallerist ist bei uns hier im Haus. Und jetzt direkt aufs Haus, die Jäger von hinten. Okay. Hochgehen oder nur rausschießen probieren? Zuerst mal einfach ans Haus rankommen, ja, um den Feind vielleicht nach hinten zu locken, damit die Infanterie von vorne ranrücken kann. Aber man kann sagen, was man will. Von hinten und vorne gecharged. Es leben nur 16. Sag bitte Bescheid, wenn ich ausrücken soll mit meinen Leuten. Die sind irgendwie alle zeigen. Den Jay! Nice. Den Jen. Jan. Sorry. Mein Fehler. Super gemacht, Jay, also wirklich. Fertig machen zum Ausrücken. Also fertig machen zum Ausrücken, alle runter! Da sind jetzt auch alle Gegner vor euch. Alle hier in die Ecke. Einer im ersten Stock, zwei im Erdgeschoss. An die Inf, ihr könnt die chargen, ja, ihr könnt direkt drauf gehen. So, Jäger, ihr müsst im hinteren Gebäude aufhalten. Im hinteren Gebäude sind im ersten Stock ungefähr 10 Spacken, Männers, runter, unter die Brücke. Also versucht sie im Fernkampf schießt nach euch. Zu dezimieren, wenn möglich. Sie sind jetzt für sich gegenseitig? Was machen die denn? Hier in das Haus sammeln, Linie rechts zu mir.
Mike, im linken Haus sind auch Feinde. Die sind da? In dem linken Haus, ja. Da sind drei Leute drin, die sollte charge nach dem Kopf. Gut, charge hoch da, los, kommt! Nicht hochgehen, ja, einfach versuchen hochzuschießen, der Feind wird gierig, der macht Fehler, der guckt. Scheiße! Dieser Pissbocken! Mach die weg! Blockmanners blocken und hoch da jetzt. So, bleibt an dem Fenster stehen, bleibt an dem Fenster stehen und schießt rüber auf die andere Seite. Ihr könnt die genau durch den Winkel, ja, habt ihr einen guten Winkel. Geht von dem Fenster weg, aber schießt, versucht, also geht raus. Ne, oben bleiben, oben bleiben, kommt wieder hoch. Bleibt, geht ihr oben im ersten Stock, stellt euch in die Fenster, also nicht ans Fenster, also an die Fenster dran und schießt dann rüber in den Winkel rein. Da habt ihr besseres Zielen, ihr könnt besser zielen. Und lasst euch Zeit dabei. Schön, nice. Pineapple. Schön, Olaf. Aber Mike, war das kein Luftziel? Alles, was du gerade gesagt hast, musst du nochmal sagen, also... Bleibt! Schießt wie gesagt durch die Fenster durch, wartet auf den Winkel, bis er kommt. Jetzt ein bisschen nah dran. Sehr schön, Olaf! Apple. Noch ein Schuss. Mensch! Olaf, ich muss dich lieber befördern, so eine Scheiße. Ein schönes Fenster da gerade aus. Unten hier, guck mal, da unten steht ein Jäger mit Rücken zu euch. Wenn ihr hier durchguckt, durch das erste Fenster, über der Treppe. Genau, ihr habt gesehen, was passiert, wenn ihr hochgeht. Das ist aber unser, oder? Das ist unser. Ja, das sind unsere. Das ist unsere. So? Echt? Nee, du warst mit dem Kopf oben. Das untere Stockwerk ist von uns besetzt. Die Feinde sind nur noch oben. Oben rechts, rechtes Fenster sind noch welche. Es sind noch insgesamt. Sieben. Kann die Art hier aber reinhalten, das Haus? Nee, ne? Die Leute sind alle da oben drin. 8, das sind echt alle Gegner. Ah, oh, nein. Es sind noch 8 Mann oben. Artillerie, ihr seht jetzt, wo ihr euch ungefähr aufbauen müsst, oder? Dass ihr auf dieses Gebäude schießen könnt. Um, da Usti. Okay, All Charge, ihr habt's gehört. All Charge, runter da! Holt euch Musketen vorm Haus. Wie haben wir überhaupt noch? Jäger. Geht doch raus aus dem Haus, kämpft draußen, oder? Ist doch einfacher. Haben wir noch einen Infanteristen oder was? Wo wir gehen, wir zurück. Wir haben Schwerter. Lass die. Ja, haben wir uns gut gehalten, ne? Du musst bloß aufpassen, wenn ihr an dem Fenster schießt, versucht über die rechte Schulter rauszuziehen. Wenn ihr über die linke Schulter schießt, ist das wenn Problem, dass ihr zuerst den Körper seht. Also, versucht mal rechts zu zielen. Versucht euch abzuwechseln. Warte, geht hinten raus, die haben hinten einen Ausgang. Die haben hinten einen Ausgang? Warum hat das Ding zwei Türen? Bitte. Also, da hockt jemand hinter dem Busch. Sind schon draußen. Also gerade hinter euch! Hier. Hinter euch! Hinter euch! Pass auf! Mugi. Ja, guck am besten dich um. Nice. Schön, Mugi. Was helft ihm? Helft deinen Kameraden jetzt. Nee, weggehen, fahren. Rangehen. Und blocken. Blocken. Ah, schade. Trotzdem schöne Runde. Gute Schussleistung. Hätte ich gar nicht so gedacht, ne? Also ich auch nicht. Gut. Vorne raus. Nur dafür, dass wir 20 weniger sind mit 3:0. Würde ich sagen, war nicht schlecht gekämpft. So, Jäger, Inf, bitte die Häuser halten. Ich bin vielleicht gleich direkt vorrück zu den vorderen Häusern, wenn ihr es schafft. Ich möchte davon nicht mehr auf kann Kaff bitte zu den Häusern vorrücken. Einfach nur den Feind auf Abstand halten, Präsenz zeigen. Also in die Häuser vorne rein, über die Brücke rüber, meinst du? Über die Brücke, ja. Versucht, wenn es nicht geht, wenn der Feind schon näher kommt, zieht euch zurück und geht in die hinteren. Rechts aber bis jetzt, also bei der vorigen Runde, hat der Feind relativ lange gebraucht. Kommt schon, beeilt euch, Männers. Ab in das Haus da rein, das jetzt, wo wir gerade eben waren. Schildert schon die Fenster. Denkt dran, dass ihr über der rechten Schulter rausguckt zum Schießen. Kann euch die Feindart erledigen, ja. Los, rein da. Ach, Mike? Hm? Ich wechsle nächste Runde mal auf den Soldaten, weil das ist einfach so. Hopp, 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 hopp. Die melden, sobald ihr einsatzbereit seid. Schön auf jeden Fall. Bereit. Hier stellen sich zwei hin. Na gut. Hier dann. Zwei hinstellen, wo ich jetzt gerade hocke. Stellen sich zwei hin. Feindhaus. Und schießen dann, Achtung, wenn jemand reinkommt. Und zwei bleiben oben an der Treppe und schießen da. Der Rest, freies Feuer, 10 Schuss Sperrbestand. Ziehen sich wieder zurück, wenn ich das richtig sehe. Ja, zwei, sagte ich mir das. Zwei! Geht ich schieße bloß einer. Alles über die rechte Flanke. Da drüben sind jetzt Jäger von uns drin, nicht schießen. Feindkaff ist etwas links an unsere Kaff zurückziehen, ja, etwas zurückziehen. Feindkaff ist auf der linken Flanke. Wo sind überhaupt Leute? Guck, guck. Mati, seht ihr mich? Einzelne Reiter hier vorne. Wenn es nicht zu halten ist, zurückziehen. Wenn es nicht zu halten ist, zurückziehen. Okay, gut, dann werden wir versuchen, das irgendwie zu machen. Mati? War da links von uns in den Busch? Jetzt kommt euer Aim hier, ja. Also ihr seid im rechten Haus. Und im Haus in welchem, Männers? Das bedeutet dann die Arti Mitte durch, zwischen den zwei Gebäuden, ja? Zwischen den zwei Gebäuden Erdgeschoss, feuerfrei. Schießt
Schießt dann unten ins Haus, ins Erdgeschoss rein. Kommt schon, das sind ganz viele böse Buben. Die sind fast alle oben. Eigentlich können wir von hinten chargen. Ja, geht los, wir uns im Mike, wir sollen die Jäger. Charge! Charge! Stürmt das Erdgeschoss. Stürmt das Erdgeschoss, schnell! Beeilt euch! Jetzt ist hier Feuer. Das ging etwas zu schnell. Ja, das Attacke, Männer! So, Attacke! Oh, oh, Jäger. Ich fordere ein Haus einzunehmen, das ist etwas zu riskant. Nein, ist es nicht. Herzlich! Die Trottel da oben! Nicht nach oben gehen, nicht nach oben gehen! Schieß von unten, schieß von unten hoch! Ein Schuss haben wir, ne? Wir hätten unten Jäger ausgeschalten. Wir hätten schon in das Haus gehen können oder irgendwas noch unten sein müssen. Haus, ich. Da gucken wir ungefähr. Nee, wie gesagt, das meine ich ja, das war der Fehler, weil da einfach zu viel hoch da. Zu nah jetzt hoch da. Und der zu schnell da ist. Feindkraft kommt rechts. Kraft zurückziehen auf die rechte Flanke. Feindkraft kommt rechts. Zu viele. Zu viele. Arti nach rechts. Alle wieder ins andere Haus. Alle wieder ins andere Haus. Kommt schon, bewegt euch. Schussmodus oben einstellen. Komm, bewegt euch. Da kommt eine Linie in Aua. Bewegt euch, kommt schon. Die Kraft jetzt ist zum Abfangen. Also wieder zurück ins andere Haus. Jetzt. Mike? Hm? Sogar, da sind ja zwei Linien drin. Ja, ich weiß. Und die Muskete. Alter, wie viele sind die Musketier-Infanterie? Acht Löcher, Kaffee. Oh, shit. Unsere Kaffee, dann kann die Arti reinhauen. Ja, versucht denen eine Fensterentdeckung zu geben, wenn das ja, lass euch nicht einfach rausschießen, oder? Die haben nämlich jetzt Granaten, ey. Als zweit in die Kacke. Boah, sind das viele. Das ganze Haus ist komplett voll. So muss es sein. Wohngemeinschaft. Wer passt denn eigentlich auf die Treppe auf? Ich bin unten, aber. Ne, ich komm von draußen. Inf befindet sich im vorderen Gebäude oder sind sie zurückgezogen? Wir sind im linken Gebäude, wir haben die Feindjäger unten ausgeschaltet, wurden dann aber von der anderen Linie überrannt und sind jetzt noch mit ein paar Mann im linken Gebäude. Sehr schön, okay, dann versucht das linke Gebäude zu hacken. Schluss, Niklas. Unsere. Auf das Haus erschießen, von der Mitte des Dorfes. Ihr solltet die Art, die auf jeden Fall beschützen, weil die kann da richtig reinsammeln. Die haben alle das Haus verlassen. Okay, nee, die geht raus. Was macht Niederlande für Informationen? Da ist keiner mehr im gegnerischen Haus. Ja, ey. Ist keiner mehr drin? Alle draußen. Keiner mehr drin, alles frei. Down haben sich dahinter aufgestellt, beide. Das Gebäude ist leer. Hey, ich allein mal abschauen zum nächsten. Ich schätze mal, die wollen nicht jetzt gebündelt angreifen. Ja, also vorne. Sind echt alle dahinter. Ja, alle dahinter. Bei der Feind, die stehen alle dahinter. Oh mein Gott. Daneben. Oh, oh, Feuer frei, Männers! Die ist tatsächlich. Die Katzen, Leute. Ach, die chargen euch. Wenn das Treppe bereit machen, Treppe! Geht an die Treppe! Die schießen durch die Fenster, wenn sie reinkommen. Unten. Passt vor dem Fenster! Nicht von unten erschießen! Ah. Nicht von unten erschießen. Kommt jetzt in unser Haus rein, Nikov. Ich bin gerade im Charge. Ihr werdet sie hoffentlich erledigen. Okay, nicht. Attacke! Ja, ich mach die kaputt. Komm schon, das machst du, alleine! Komm, so Unterstützung von uns rein. LOL, Alter. Die Info, die viele das sind, ey. Habt aber schön so, gemacht. Hab ich erwartet, ja. Das ging durch den zu schnellen Vorbusch etwas in die Hose. War etwas anders geplant, aber tut mir leid. Also Info ist jetzt tot. Jo, Jäger sind auch tot und unsere Kaffee, wenn ich das richtig sehe, ist auch tot. Aber ansonsten war es ganz schön. Wie gesagt, ihr müsst euch nur ein bisschen organisieren, wenn ihr ans Fenster geht. Die meisten gehen mit der linken Schulter zuerst raus. Ihr denkt an die Muskete, das ist rechts, wenn ihr anlegt. Das heißt, sie sehen erst euren Oberkörper und dann schießen sie auf euch. Ihr habt noch nicht mal einen Gegner gesehen. Versucht immer rechts rauszugehen. Und versucht euch so ein bisschen Winkelakrobatik im Haus zu betreiben, dass ihr euch durch einen ganz kleinen Shit schießen könnt, dann aber er euch nicht treffen kann. Über die rechte Flanke. Ja, meistens. Hm? Links rausgehen, weil man die Schulter, wenn man die rechte Schulter zeigen will. Andere Art, die einfach zu nicht links rausgehen, über die rechte Schulter rausgehen. Würde ich nicht empfehlen. Also nach rechts gehen mit D. Es geht nicht anders, weil wenn du über die Muskete, wenn du anlegst, ist ja rechts von dem Gebäude. Die meisten habe ich aber gerade gesehen, gehen ans Fenster, gehen links raus, angelegt und was ist hier erste, was ihr das ist die linke Schulter. Ungefähr auf diese Position würde ich euch stellen, denn wenn ihr da ja, als nächster Daten weiß man nicht, was man mit links raus meinen soll. Ob das jetzt über die linke Seite raus ist oder nach links rausgehen seid, dann könnt ihr noch am Gebäude vorbeischießen und habt könnt beide. Kann das zur Verwirrung führen. Verwirrung ist hier ganz deutlich. Bei dem Nebel. Und bei dem, bei der Kälte, ne, wenn der ausgetrocknete Fluss dabei ist. Was? Ausgetrocknete Fußweg. Werden wir mit den Jägern und Inf wieder die hinteren Gebäude halten, also von unserer Seite, versuchen den Feind in deren Gebäude reinzulocken. Haben die Granaten? Hä, was haben die da? Werfen? Ach, die haben Flaschen. Ach so. Die stehen da oben mit ihren Flaschen, werfen die da unten. Skandal.
Die Gegner.